Okay, Indian Air. Erster Versuch hier. Kann ich eigentlich auch nicht. War auch in letzter Zeit irgendwie mein Hasstrick. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind bei mir am Homespot und heute bin ich alleine unterwegs. Wir machen heute eine ultimative Trick-Challenge. Ja, ich habe mir eine Trickliste aufgeschrieben, hier auf einem alten, wie sagt man, auf der alten Rückseite von einem Blog. Und hier habe ich alle meine Tricks aufgeschrieben, die ich eigentlich so gut wie kann. Ich kann so ein paar davon, die sind so einfach random mir so in den Kopf gefallen. Und dann habe ich gedacht, probierst du einfach mal aus, wenn sie nicht klappen, halb so wild. Das sind meine Tricks, die blende ich euch mal eben hier ein. Habe ich eben schon ein Foto von gemacht, dass ich euch die einblenden kann. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und machen so die Basics für die Kombos, sag ich jetzt einfach mal. Das sind so Barspin, Tailwhip, 360, Tuck No Hand und sowas. Ich würde sagen, wir starten mal. Wir machen das Ganze auf dem Step-Up, weil die Kickerline immer noch nicht fertig ist. Der Startum braucht echt ein bisschen, mein Holz dauert einfach noch, bis es ankommt. Und ich würde sagen, wir fahren einfach jetzt ein bisschen, haben eine richtig fette Session hier, obwohl es Solo ist. Scheißegal, wir fahren einfach ein bisschen mit der ultimativen Trickliste. Let's go. So, wie gesagt, mein Startum ist immer noch nicht fertig. Wir sind auf jeden Fall schon weitergekommen, wie ihr seht. Ich denke mal, es kommt noch eine einzige Folge von der Baureihe online. Danach geht es dann hiermit weiter. Hier ist noch eine Schneise, da verrate ich jetzt noch nicht allzu viel. Aber da habe ich auch noch ein bisschen was vor. Genau, der Startum ist noch nicht fertig. Mir fehlt noch ein bisschen was an Belag. Ein paar Bretter liegen hier oben drauf schon, aber das ist eben noch nicht genug. Und ich würde sagen, wir hauen uns ein paar Tricks raus. Ich habe mir als erstes überlegt, dass wir Tire Grip, Barspin und 360 machen. Ich sage, wir machen jetzt so am Anfang bei den chilligeren Tricks, würde ich sagen, machen wir einfach mal so drei Stück immer hintereinander. Ich schneide die einfach zusammen und dann machen wir die Kombos am Ende. Tire Grip, Barspin und 360, auf geht's. Yes. So, als nächstes haben wir hier Tuck No Hand. Ich weiß nicht, ob man das von der Cam aus sieht. Tuck No Hand würde ich jetzt erst machen, Sui noch nicht. Flip können wir machen und Toboggan würde ich gerne mal ausprobieren. Max Leffler weiß ganz genau, dass ich keine Toboggans kann. Aber ich probiere die mal aus. Ich habe die da auch in der 360-Kombo stehen. Deswegen, also da probieren wir die heute auch mal aus. Eigentlich kann ich die echt nicht so gut. Auf dem Enduro gehen die noch einen Ticken besser als auf dem Deadjumper. Aber ja, wir machen es mal. Tuck No Hand, Flip und Toboggan, let's go. Ja, nice. Okay, machen wir Toboggan. Also wirklich, ich kann den Trick einfach nicht. Also, ja, es geht, aber es ist einfach für den Kopf einfach nicht schön. Den Trick, keine Ahnung. Manche können den besser, manche können den nicht so gut. Ja, wir probieren ihn mal. Vielleicht geht er ja. Ja, es ging eigentlich, also. Ja, machen wir nochmal eben. Okay, der erste war ein bisschen besser. Da war die Lehnung auf dem Bike auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein bisschen anständiger. So, was ich eben vergessen habe. No Foot Can kann ich eigentlich auch nicht. Ich habe den in der Gleis D-Halle in Hannover. Da habe ich den mal so ein bisschen aus dem Flyout, so ein, da fahren die Füße vielleicht so ein Stück rüber. Also es geht auf jeden Fall, aber ich habe eigentlich mal Bock, den auszuprobieren. Vielleicht geht er ja ein bisschen. Was wir noch haben ist Tailwhip, den machen wir gleich mal. Suicide No Hand machen wir. Und was haben wir noch? Indian Air können wir auch machen. Ne, wir machen erstmal One Foot Can und dann probieren wir Indian Air, No Foot Can und Obo Bar. Obo Bar ist auch nicht so mein Lieblingstrick, aber der hat letztens auch gut funktioniert, deswegen habe ich den auch mal mit reingenommen. Push dir auch mal, die Tricks ein bisschen zu verbessern. Auf geht's. Nice. Fett. Die mache ich auch recht zu gerne. Also die sind jetzt echt alle Pedal to Pedal. Die machen Bock. Gut. Suicide. Der war voll late. Gut. Jetzt One Foot Can Can. Den machen wir mal eben. Let's go.
fett, die haben auch gut funktioniert. So, jetzt haben wir die oben schon mal so wie abgehakt. Jetzt bleiben wir hier beim Indian Air, Norfolk Ken und Obobar. Ich würde sagen, wir machen die Reihenfolge Indian Air, Obobar und dann Norfolk Ken. Weil der eben neu ist, der Norfolk Ken. Okay, Indian Air, erster Versuch hier. Yes, ey, der war sogar gut. Ich weiß nicht, ob ihr alle das Video gesehen habt, aber ich habe mich hier, als ich das letzte Mal in einem Video zumindest den Aufbau ausprobiert habe, hat es mich übelst aufs Maul gelegt und ja, das ist heute sozusagen die Revanche fürs Video. Ich habe den letztens schon gemacht, also der ging eigentlich relativ gut. Man muss natürlich dazu sagen, dass der Rotor dazu führt, dass der Lenker langsamer rumkommt, als wenn man keinen Rotor hat und nur ein Kabel. Das muss man dazu sagen, aber es hat funktioniert und ich habe den danach auch noch ein paar Mal öfter gemacht, also eigentlich geht der. Wir probieren ihn mal aus, sollte funktionieren. Auf geht's. Yes! Der war saugut. Man hat, glaube ich, echt gut gesehen, dass der Lenker richtig langsam rumkommt. Ich glaube, so viele Möglichkeiten gibt es da nicht, aber der kommt echt sau langsam rum. Wenn man jetzt so im Stehen ist, dann geht es eigentlich. Aber sonst ist das echt ziemlich eklig, sag ich ganz ehrlich. Aber funktioniert. Von daher, halb so wild. So, jetzt Norfolk Ken. Ich stelle die Kamera mal nach außen. Aber falls es mich auf die Fresse haut, dass nicht direkt die Kälte kaputt geht. Wir versuchen es. Ich kann nichts garantieren, aber den Wille habe ich auf jeden Fall. Wir probieren es mal aus. Mal schauen. Also ritten wir hier nicht mehr wirklich drauf, aber vielleicht geht er ja. Auf geht's. Ja! Saufett, ey. Keine Ahnung. Weiß gar nicht, was ich hatte. Wir machen den nochmal. Okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass das der schönste war, aber er funktioniert und ich bin echt stoked. Das war nämlich der erste auf richtig Dirt. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit den Kombos. Eigentlich bin ich relativ gut eingefahren. Ich hab Bock. Ja, auf geht's. Okay, wir haben ja doch noch so ein paar Tricks, die man echt so noch zusammencutten kann. Zum Beispiel so 360 Tailwhip würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, weil es schon echt anspruchsvoll ist. Aber ansonsten so Double Bar Spin Truck Driver können wir auf jeden Fall zusammenschneiden. Ich würde sagen, wir machen das mal. Double Bar zuerst und dann Truck Driver. Und dann suchen wir uns noch was Nächstes aus der Liste aus. Okay, wir machen Straight Double Bar. War auch in letzter Zeit irgendwie mein Hasstrick, aber letztens hat er tatsächlich, was heißt letztens, vor zwei Tagen hat er auf den ersten Versuch geklappt, also war ich echt ein bisschen überrascht, aber wir hoffen, dass wir es jetzt nochmal machen können, auf dem ersten, hätte ich eigentlich gar nicht sagen dürfen, aber gut, wir machen es hoffentlich auf dem ersten. Nice, ey, der macht so Bock, wirklich, du hängst in der Luft. Hast den ersten Barspin rum und willst den zweiten noch andrehen. Ey, das ist so geil. Wirklich, richtig fett. Nice, auch auf den ersten. Fett. Ja, machen wir weiter mit dem Truck Driver. Sollte eigentlich nicht das Problem sein. Nice. Da war auf jeden Fall Platz für den zweiten, würde ich sagen. Den hängen wir da mal eben fix ran. Okay, wir haben jetzt hier eigentlich noch eine relativ große Auswahl. Hier ist 360 One Foot Ken, der ist mir eben schon ins Auge gestochen. Und No Hand to Barspin, also Tag No Hand to Barspin. Suicide to Barspin habe ich natürlich auch mit Maiko und Tim, Maiko und Hannes hier geschafft. Mensch, der Name Tim liegt mir immer noch auf der Zunge, ey. Obwohl wir schon seit eineinhalb Jahren nicht mehr gefahren sind. Auf jeden Fall habe ich den Suicide to Bar auch schon gemacht. Wir machen mal 360 One Foot Ken, Tag No Hand to Barspin und Suicide to Barspin. Nochmal eine Dreier-Kombo. Die gehen eigentlich noch. Yeah, let's go. Okay. 360 One Foot Ken zuerst. Nice, der war gut. So, wir machen jetzt Tuck No Hand to Barspin. Ich bin gespannt, wie der läuft, ob der auf 1 geht. Ja, lass uns den ausprobieren. Hoffentlich klappt der auf 1. Vielleicht sagt mein Kopf ja, ja. Kannst mal rumdrehen. Nice. Ey, krass. Direkt auf dem ersten. Letztes Mal hat der nicht auf dem ersten geklappt. Fett. Geil, geil. Fett, ey. Hätte ich nicht gedacht, weil ich stand so in der Luft und so. Ja, doch. Ja, komm rum. Geht. Geil. Nice, ey. Die Kombos, die laufen heute. Okay, beim Suicide to Burst bin ich mir echt unsicher, dass der auf 1 geht. Ich hab den jetzt ja erst seit 3 Wochen oder sowas drin.
Ja, wir probieren den. Wenn er nicht klappt, halb so wild, aber wäre natürlich geil. So, zack, the bar. Wäre fett. Gut, wir probieren den aus. Bin mal gespannt. Ja, ich glaube, der Sui war nicht allzu groß, aber fett. Oh. Ich habe mir die Bremse voll gegen meinen Zeigefinger gehauen. Der kribbelt gerade richtig. Fett, ey. Krass. Gut, wir haben jetzt schon einige Kombos abgehakt. Wir versuchen jetzt mal 360 Tail Grab und danach 360 Toboggan. 360 Toboggan, absolut keine Ahnung, wie der funktionieren soll. So grob im Kopf kann ich mir das vorstellen, weil ich es schon öfter mal gesehen habe. 360 Tail Grab habe ich schon mal gemacht, aber auch nur wegen Calls. Also Tom hat mir den mal gecallt und Maiko glaube ich auch schon mal. Also ja, wir probieren die beiden mal aus. Ja, die beiden hier als nächstes. Auf geht's. Oh. Also da war ich nicht dran. Okay. Müssen wir nochmal machen. Oh. Alter, ich hab gedacht, ich rutsch weg. Den Trick kann ich echt gar nicht ab. Den habe ich schon mal cleaner gelandet, aber ey, ihr seht das hier. Hier ist ein Big Rut. Richtig weggerutscht. Aber Fuß war nicht unten, das muss ich dazu sagen. Bin drauf geblieben, hier ausgefahren. Geil, Johann. Geil. Okay, also wirklich, 360 Toboggan habe ich noch nie gemacht. Ich bin gespannt, also das Gefühl wird, glaube ich, ganz komisch sein. Ich glaube, ich mache auch nur 360 Seat Grip. Ja, wir probieren den einfach aus. Wäre mal cool, den gemacht zu haben. Ach Gott, ey, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich war nicht dran, aber das Gefühl war gar nicht so scheiße. Den machen wir nochmal, ich habe mir den echt schwieriger vorgestellt. Ich war wieder nicht dran. Einen brauche ich noch, alle guten Dinge sind drei. Yes, aber das war echt mehr Seat Grip. Aber cool, gar nicht mal so schwer, wie ich gedacht habe. Okay, als nächstes haben wir No Foot to Bar Spin. Da unten steht er. Ja, habe ich auch noch nie gemacht. Keine Ahnung, ist mir einfach in den Kopf gekommen. Wir probieren den mal aus. Okay, No Foot to Bar Spin. Den habe ich bei Lukas mal gesehen, das weiß ich. Der sah echt richtig geil aus, deswegen habe ich mir gedacht, so komm, probierst du einfach mal aus. Boah, jetzt ist hier echt. Sunset Session ist hier immer wieder geil, wirklich. Sunset ist hier wirklich am Spot. Echt der Hammer, die Sonne kommt von hinten und wenn du wieder hochschiebst, dann denkst du dir so, oh fett, geil sowas zu haben. Okay, No Foot to Bar Spin. Krass, okay, ja. Ich glaube, der ist ziemlich schwierig. Wir probieren es aus. Okay, also echt, ich habe von Anfang an so ein bisschen gedacht, dass ich zu wenig Airtime habe. Aber wir werden es sehen. Ich probiere ihn auf jeden Fall weiter aus. Oh, da war Platz. Den machen wir, ey. Der geht, komm. Barspin geht überall rein. Oh, nee. Okay, wir spulen mal vor, bis ich den schaffe. Ich glaube, sonst wird es zu langweilig. Ich erzähle euch auf jeden Fall am Ende, wie viele Versuche ich noch gebraucht habe. Das war jetzt der vierte, glaube ich. Ja, der vierte. Ich erzähle euch gleich auf jeden Fall wieder, wie viele Versuche ich gebraucht habe, wenn ich ihn schaffe. Aber ich denke mal schon. Ich glaube, so schwer ist der nicht. Aber es ist echt wenig Airtime. Wir probieren es mal aus. Come on. Beast Mode. Yes! Geil! Oh, fett, Alter. Nee, ey. Boah, krass. Ey, wie fett ist das? No Foot to Bar Spin. Also der No Foot war absolut nicht groß. Das kann ich euch gerne nochmal in Slow-Mo einblenden. Ey, krass. Boah, das war Nervenkitzel. Heftig. Aber geil, gestanden. Erster No Foot to Bar Spin. Ich könnte euch jetzt einen Clip einblenden aus den Trails in Hamburg. Was heißt, wenn ich No-Foot mache?
Aber Tailwhip-to-Bars wäre natürlich Premium. Aber den, glaube ich, machen wir auch demnächst, ey. Ich habe richtig Bock. Geil, No-Foot-to-Bars-Spin. Hätte ich mir jetzt echt nicht gedacht. Also 11. Versuch, falls euch das interessiert. 11. Versuch habe ich den jetzt gemacht. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass der so, ich sag mal in Anführungszeichen, schnell geht. Ich habe ja gesagt, Barspin geht eigentlich überall rein. Fett, richtig geil. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch den 360 Tailwhip und dann haben wir eigentlich auch alle Tricks. Ich würde dann gerne noch einen Backflip machen über den Kicker, wenn es geht. Aber der Roller ist nicht mehr da, ich glaube eher nicht. Ich glaube, das müssen wir dann auf den Moment verschieben, wenn der Startum wieder einsatzbereit ist, sag ich mal. Was heißt wieder, wenn der dann endlich fertig ist. Ja, gut, dann machen wir nochmal 360 Tailwhip. Ich hoffe, der geht auf den ersten. Was ich dazu sagen muss, ist, dass Canyon eben eine andere Geometrie hat als das Rose. Das Rohr hier oben, wie soll ich sagen, die Rahmenstrebe ist auf jeden Fall länger als es beim Rose. Deswegen habe ich teilweise das Gefühl, dass ich mit den Hacken auf den Pedalen komme, weil der Abstand vom Rose eben, also das Rose ist einfach kompakter, das ist kleiner und dementsprechend einfach einfacher zu drehen und die Füße stehen natürlich anders. Daran muss ich mich erstmal gewöhnen beim Canyon. Oh, geil! Auf ersten Versuch, ey, fett, nice. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn vor 2 Tagen schon mal gemacht mit dem Canyon. Ja, und davor ja auch schon ein paar Mal gestanden, nur öfters auch wieder weggerutscht. Wie man gesehen hat, ist das schon echt ziemlich sketchy. Aber ich bin stoked, geil, dass es funktioniert hat. Und mehr gibt es auch eigentlich nicht zu sagen. Es war echt cool. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, dass wenn ihr euch mal wirklich selbst pushen wollt, wenn keine eurer Freunde Zeit haben, euch einfach so eine Trickliste zu machen und die einfach nach und nach abzuarbeiten. Es schockt wirklich. Ich habe es jetzt im Videoformat übertragen und ich habe mich wirklich jetzt selbst motiviert gefühlt und auch ohne Musik geht das. Finde ich übelst geil. Ich höre gerne Musik beim Fahren, muss ich sagen, auch mit anderen Leuten. Aber es geht auf jeden Fall auch ohne und mit so einer Trickliste. Natürlich, ich habe auch mit der Cam ein bisschen gesprochen. Aber ich glaube, ich jetzt noch mal kurz drauf. An der Stelle würde ich dann auch sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mal echt gerne ein Like da. Ja, dann sehe ich, dass es euch gefällt, auch solche Bonus-Sessions, dass ihr mal ganz gut ankommt. Ja, mehr gibt nichts zu sagen. Checkt mein letztes Video ab. Verlinke ich euch hier oben. Klickt da gerne mal rauf. Die Session in den Harburger Bergen war auf jeden Fall echt, die war echt richtig lit. Ansonsten habe ich nichts anderes noch zu sagen. Haut da rein, habt eine gute Zeit. Peace.